Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Ui. شنو تعتقد انت مهتم بهذا الشيء او شنو اقول لك غاليه كثير انا اتفق معك وهذا شيء خطر هي just tell him this is the deal you either take it or don't got it يا اخي هذا ما يقبل ينزل السعر انت لو تشتري لو لا شيء غير معقول احنا نتحمل الخطر هذا لازم ينزل السعر he says no it's too much risk the price must come down that's not gonna happen but listen Harvey's not gonna happen Harvey, I need to talk. Wait. Harvey, it's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Dealer, huh? Leo busted out of prison. What? He just got the call. Yes, he's supposed to be dead. Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. Sorry, boss. Look, Sean, you need to find him. Okay. Yeah, but I'm not sure the men we have right now are not my problem. You just need to find them. You got it? I don't give a fuck how. Just make it happen. Yes, hat Angst vor mir. Sollte auch besser. So you decided? Yes. Schön. Price down or no deal. Nicht nur Polizei. Okay. No deal. Oh, sympathisch. Okay. Netter Kerl. Gut, dass du mit dem zu tun hast. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe definitiv die bessere Frisur, das wollen wir mal festhalten. Ja? Ich habe den besten Style. Schöne Landschaft. Ja, sieht ein bisschen Rocky Mountains mäßig aus. Ne? Wo spielt denn das eigentlich? Das hat kein Setting, ne? I'm hungry. Me too. Oh, ich auch. I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Vor allem unterhalten die sich so in der gleichen Lautstärke, während wir komplett voneinander weg sind, ne? Wo bist denn du lang gelaufen eigentlich? Ich bin rübergegangen. Oh, sieht das schön aus. Ach, guck mal hier. Guck mal, ich stehe im Wasser. Sieht das schön aus. Wirklich herrlich hier. Ach, jetzt bist du unten. Wo bist du denn? Ich bin rechts neben dir. Ich glaube, wir treffen uns gleich wieder. Ach, hier. Nee, ich bin jetzt hier an der Stelle, wo du eben warst. Glaube ich. Nee, hey, jetzt bist du da, wo ich gerade war. Ja, alles klar. Vertraue meinem Orientierungssinn. Trust my orientation, baby. Oh, ach doch. Hey Vincent, get over here, man. Ja, ja. Braucht deine Hilfe. Komm mal. Hey, get over here, man. Lama Fettsack. Hey, ich habe mir noch ein bisschen den Flusslauf angeguckt. Schon gut stark. Ne? Ja. Hätten sie da nicht eher drüber klettern können? Leo, there's a camp down there. Guck mal die Fische. Yeah. But it looks empty. Yeah, you're probably right. Ja, aber der Rauch ist noch da. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. Schlechte Idee. Lass uns das nicht auschecken. Kannst doch hier einen Fisch fangen einfach. Guck mal. Teil des großen Knochens. War jeweils ein Fisch fangen. Aha, steht auch da. Nah, my uncle actually. And you liked it. Yeah. Ach hier, guck mal, ich geh mal darum, ich treib sie zu dir. Ich glaube, wir können die hier reinjagen, hier in die Kuhle. Ich glaube, wir brauchen auch was zum Aufschließen. But seriously though, why risk it? Risk what? Wild animals, bugs. No civilization, no toilet paper, fresh air, no one bugging you, cooking over a fire. It ain't all bad. Speerschnitzen. But still, no toilets. Well, that's the char with it. I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. Ach so, ich brauche mehr Holz. Should be able to make a spear with this knife.
Almost there. Schnitzt du mir auch ein? Ich suche derweil ein bisschen Holz. Kannst ja meinen dann benutzen. Gucken, ob ich alleine Fische kriege, ansonsten brauch ich nochmal deine Hilfe. Zu kurz was? Mal. Wood over there? Wo? Ah, hier, Zweige. Ja, ich hab Holz gefunden. Ja, ja. Ach, jetzt ist er weggefahren. Ich glaube, ich muss weggefahren, sie der Fisch fährt weg. Ja, ich glaube, du musst sie zu mir jagen. Ja, Moment, ich komme sofort, ich mach gerade das Feuer an. Yep. This should be enough wood. Ja, so, Feuer ist an. Da kommen sie. Ja, 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 ja. Ah, oh Gott, ich muss ja wirklich genau treffen. Ja, 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 ja. Ja. Hey, ich bin an mir vorbei. Not bad. Yeah. Jeweils einen Fisch fangen. Muss ich mir jetzt auch noch so ein Ding bauen? Ja, ich gucke mal zu dem Holzstück. Echt schön hier. Lass uns doch hier bleiben. Brokeback Mountain mäßig. Jo. Ja? Finde ich gut. Geiler. So, ich schnitz mir mal was hier. Just a little more. So. Muss ich auch noch mal ins Wasser, ne? Weiß ich nicht. Ich versuche mal so einzufangen. Ich bin gut genug, weißt du? Ja. Ich helfe dir mal. Okay. Ach, jetzt pack dann dahin, du bist ja ein Knilch, ey. So, du kommst von da, dann komme ich von der anderen Seite. Rausgelassen hier. So, ich von der anderen Seite jetzt kommen wieder. Ja, du musst sie. Ich kann die nicht aufscheuchen, weil ich den Speer habe. Ach so, kannst du den nicht weglegen? Nee, irgendwie konnte ich den setzen jetzt. Na, Mist. Knapp. Sieht aber schön aus vom Wasser, ne? Auch der Wassereffekt von. Der Wassereffekt von denen, wenn sie durchgehen, sieht echt gut aus. Nein! Fuck. Ich komme zu hier, ich glaube, ist das hier vielleicht ein bisschen schmaler? Ja, da ist es ja viel schmaler, aber dann musst du sie. Musst du sie ein bisschen zu mir lenken. Ja, ich habe einen. Sehr gut. Ans Feuer setzen, na bitte. Muss nach links, weil rechts liegt schon ein Fisch von mir. Kann ich den dann wieder aufnehmen? Jo. Gut. Oh, Blende. Schön hier. Wahrscheinlich die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich glaube auch. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? Ich glaube, du magst keinen Fisch. And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. Natürlich. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Ich wollte es gerade sagen. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. Yeah, tell me. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey.
Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother. Doch, sein Bruder. Ja. After that I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. Stimmt, da stand ja Mord ganz am Anfang. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, tja, lass dich mit den falschen Leuten ein. You fucked me over, that's for sure. I mean, what are we gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, oh, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about just it. Just suck it up. Auf ein neues. Gleich wieder rennen. So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress, Leo. Oh, civilization. There's a house over there. Let's check it out. Civilization. Ach, wieder das Blech. Wie im Knast. Nur draußen. Schöne Kameraperspektive und sie guckt gerade die Nachrichten. Oh, mit der Knarre auf dem Tisch. Shotgun. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Uh-oh. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Na komm schon! Die haben eine Waffe. Am Ende wirst du angeschossen oder so. Ja, nimm die Waffe doch mit raus, wenn wir die Pferde freilassen. Na komm! Also Pferde freilassen macht halt mehr Sinn, nein, wir müssen eh erst X drücken. Pferde freilassen macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Kann natürlich sein, dass die dann denken, dass wir das sind, weil die gerade die Nachrichten geguckt haben. Ja, gehört. Aber hier... War nur ein Radio, ja. Ach so, aber hier ist halt, hier wird garantiert jemand verletzt. Okay, letztes Mal haben wir es auf meine Weise... Nee, letztes Mal haben wir es auf deine Weise getan. Meine smarte Variante. Na komm, nehmen wir meine jetzt. Oh Gott, ich hasse dich. Ich weiß. Okay, then. Front door should be on the other side. Yeah, let's go. Come on. Hey, stay low. Da kann man natürlich hochklettern. Ich wollte gerade sagen, es ist doch ein wunderschönes Wohnzimmer. Hey, climb up here. Ist es clever, dass wir beide von der gleichen Richtung kommen? Weiß ich nicht, du kannst immer nach vorne gehen, mal klingeln. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Ja. Ja. Sind ja eh unten. Ein Webstuhl. Schön, schönes Haus.
Also Vase zum Boden werfen. Ich kann die Vase. Ist gerade als Option da? Ja, ich kann die Vase zum Boden werfen. Vielleicht hättest du, vielleicht sollte ich von unten kommen. Du machst die Vase, vielleicht rennt dann einer nach oben. Ach, wir können uns ja auch einfach umziehen wieder abhauen. Guck mal, sind noch Patronen. Kann man sich da auch, steht da was von umziehen? Nee, ein paar überwältigen. Das ist als Option, das ist ja doof. Willst du nochmal rausgehen? Soll ich gucken, ob ich nochmal rauskomme? Warte, was haben wir denn hier? Ach, das kann ich auch zum Boden werfen? Ja, guck mal. Kamen wir denn her? Das Klo. Oh, guck mal, hier kommt, ja. Kommst du da runter? Da unten sitzt er mit der Waffe in der Hand. Ja, und die Frau guckt auch, guckt hoch quasi, ne, also... Ja, guckt in meine Richtung. Vielleicht muss man noch erst was runterschmeißen und kann dann hier lang gehen. So, hör aus, einfach was runterschmeißen. Ich schmeiß mir einfach warte, was runter, warte. Das erstmal hier auschecken. Kannst du ein Messer nehmen oder so? Ja, ich glaube, hier war nichts zum Auswählen. Nee. Okay. Zudem wollen wir ja niemanden verletzen. Was? Definitely see me if I go closer than this. Okay, ich werf runter und geh raus. What's that? Is someone upstairs? Oh no, I better call the police. Ah, oh, 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 jetzt kann ich sie wahrscheinlich, wenn sie dann kommt, überwältigen. Nein. She's gonna call the cops. Help! Honey, she's got me! What the? Let her go! Get your hands off her! Willkommen heim. Ja, perfekt. Damn criminal! Sehr gut. Schön gemacht. You're gonna pay for this. Careful, honey. Just calm down. You're gonna be fine. They can't get away with this. Look at us. We're not gonna hurt you, I promise. We'll be out of here in no time. Damn criminals. Ja, ja. Perfekt. Na, das war doch einfacher als gedacht. Ja, irgendwie schon. All right. Ich hab kein gutes Gefühl. Yeah, and I saw a truck in the other barn. We should check it out. Wie good hast idea. Du denn jetzt den Truck in der Scheune gesehen, hä? Okay, interessant. Because I'm crazy. War hier nicht das Zimmer? Hey Vincent, let's change clothes. Okay, warte, wo okay, bist du? Okay, jetzt kann ich mich umziehen. Wo bist du? Hier bist du. Ey! Ach, tschö. Ja, ey. Willst du mir gucken, wie ich nackt bin oder was? Ey, ich dachte geil auf. So. Ich finde mich schick. Ah, okay. Du bist so dran. So funktioniert es. Your turn. Na, eine Runde pennen oder was? Geil. Haha, kann ich auf dich warten. Sehr schön. Oh, fancy. So, zum Aber das ist noch ein Hundgebälle, ne? Nicht, dass wir gleich noch von Hunden attackiert werden. Gehen wir durch die normale Tür oder? Ja, wir gehen unten raus, aber ich wollte noch gucken, ob hier oben noch irgendwas ist, was wir jetzt noch machen können. Nö, okay. Dann doch hier. Kartenspiel. Kleines Minigame. Keep still. Shit! Okay, let's get it right this time. I've never really been a hat man. Yeah. I always wanted to learn how to sew. Huh. It's better than expected. Aha, du probierst Hüte aus, okay? Du nähst? Ja. Naja, gut. Oh, schick. Ich kann nichts. Du kannst nur Hüte nehmen. Na gut. So ein fancy hat guy. Seht ihr, dass wir durch die Vordertür gehen wollen? Hier hinten ist noch... Ach, hier kann ich, auch noch raus. Ja, das ist hier raus. Radio anmachen. Muss ich da hinten noch irgendwas tun? Wir waren noch... Oh geil, ich kann Banjo spielen. Ja, Mann. Auf jeden Fall eine Runde Banjo spielen hier. Bei der Frisur? Ich muss wahrscheinlich gleich Tasten drücken, ne? Hm. Guck mal, ich kann Klavier spielen. Fuck. Fuck. Ach, guck mal, wir können gegeneinander antreten. Weil das Klavier dazu passt. Ich finde, das klingt super.
Jetzt spiel doch mal mit mir, nicht gegen mich. Wir sind so voll laut hier, ey. Die befreien sich wahrscheinlich gerade oben und überwältigen uns gleich. Wie lange geht denn das? So, okay. 40 zu 18, ich glaube, ich habe gewonnen. Banjo gegen Klavier. So, lass uns rausgehen. Hier durch. So, Radio läuft. Ey, ich habe das Radio extra angemacht. Damit die ein bisschen lauschen können, nein? Meinst du, das beruhigt sie? Ja. Was ist denn, wenn das Hundegebelle von der Scheune kommt? Da kommt gleich ein Hund rausgerannt. Ja, dann kümmern wir uns um den. Ich habe doch die Knarre dabei. Bist du ein Tierdieb? Klar. Oh. Gärtchen. Hi, Buddy. Want some hay? Oh. Wo hast du den Truck gesehen? Habe ich gesagt, in der Scheune oder hinter der Scheune? Weiß ich nicht. Vielleicht ist er hinter der Scheune. Was ist hinter der Scheune? Achso, hier. Guck mal, hier geht's auch noch hoch. Gucken, ob hier was ist. Hier stehen noch Kühe rum. Hallo, Kuhs. Wo soll der Truck sein? Hier vielleicht drin. In einem kleinen Ding, ja. Aber hier ist ja Hufeisen werfen. Geil. Schweine. Hufeisen werfen. Minigames hier, ey. Ja, die Hühner kann man auf jeden Fall schon mal rauslassen. Wo Shit. Bist du? I rock. I rock. Schärfe Hufeisen. Ich auch, wo bist du denn? Oh Mann, oh, schwierig. Auf der anderen Seite, ne? There's no way you're beating that. Oh. Das ist voll schwer. Jackpot. Yeah, 8 Punkte. Ah, okay. Shit. Was ist, no way ist das denn? Na komm, 8 Punkte sind zu schlagen. Geh mal hier reingucken. Da hinten ist, glaube ich, da ist irgendein Traktor oder sowas. Perfect throw. Ha, ich habe direkt 5 gemacht. Katze. Stupid cat. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. I want to see Leo. Yes, can throw than that. How handy. I'm the master. So, ich habe einen Benzinkanister. Guck mal, wie viel ich hab. Yes. Was? 20. Oh. Ach komm schon. Du hast doch gecheatet. Ich kann gut werfen, du kannst gut Musik machen. Guck mal hier, ich habe einen Benzinkanister und hier ist irgendein Traktor. Oh, ist eine Katze. Ja. Na, kann ich den nicht befüllen hier? Aber... Wo soll denn dieser Truck sein? Hier wahrscheinlich, da hier hinten drin. Was, ja. Ja, guck mal, da sind doch die Spuren. Ja, 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 ja. Ah ja, okay. Gut, dass du das sagst. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich beide wieder anpacken hier. Fast gleichzeitig. Yeah! Passt auf jeden Fall zu meiner Frisur. Voll der Hillbilly, ey. It's even missing a wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. So, Benzin habe ich schon mal. Und Radarreifen.